ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Tja. Ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib. Im Zweifel einen Schritt zurück tun. Zum Hinterhof, vielleicht will man da noch etwas. Da liegt noch ein Fisch rum. Sekunde vielleicht. Der Fisch ist glitschig, vielleicht können wir den mit dem Flugblatt. Ich wickel den Fisch Tatsache. In das Papier ein. Okay, wir haben einen eingewickelten fettigen Fisch. Fettiger Fisch. Fett. Der Fisch. Sekunde, der verrostete Stuhl, der vielleicht nur mal so eine Idee, vielleicht könnt ja Fischöl als Schmiermittel. Die Idee ist brillant. Okay. An dem öligen Ding mache ich mir nur die Finger dreckig. Endloser Faden. Halt dich gut fest, alter Mann. Oh, Schreck. Oh, Maleus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen. Und wir haben das Erdbeergarn. Brauchen wir noch den Strickdingens. Faden. Das Strickdingens. Erdkarte. Behalt sie, behalt sie. Ich brauche sie nicht mehr. Danke. Wir den Nur ein echter ehrbarer Windmönch ist so gütig. Brauchen wir die Landspruchs für? Stimmt es eigentlich, was man über euch Jungs sagt? Kommt drauf an. Was sagt man denn? Naja, man sagt, dass ihr noch nie eine Frau hattet und praktisch alles nehmt, wenn ihr nur die Gelegenheit bekommt. Das stimmt. Oha. Betriebsferien. Ja. Der Laden ist jetzt geschlossen erstmal. Okay, wir gehen zum Windbrunnenplatz. Vielleicht können wir jetzt irgendwie noch an den Anspruch kommen. Aber erstmal das Erdbeergarn abgeben. Hier, ich habe echtes Erdbeergarn gefunden. Meine Güte, dass ich damit nochmal arbeiten würde, hätte ich nie gedacht. Ich finde es wirklich nett von dir, dass du mich helfen lässt. Ja, wie kommen wir an die Landschrucks? Ich habe einen Idealisten vor mir, das merke ich schon. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich weiß. Ich tue, was ich kann. Ich weiß, ich weiß. Verzweifelt auf die Landschrucks klicken. Ich kann es versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur den... Meine Lunchbox, nicht Sekunde, deine ich hab eine Idee. Schon gut, tut mir leid. Verdammt, der Fisch ist weg. Ich hatte die Idee, den Fisch in seine Brotdose zu legen. Dann will er die nicht mehr. Und gibt uns bereitwillig die Lunchbox ab. Das mache ich nicht. Tja, also. Ich komme nicht ran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Tja. Ich glaube natürlich nicht. Ja, mein schon gut. Tut mir leid. Wie haben wir denn das erste Mal getriggert, Hallo, dass die Nummer 822. Hallo. Dass die Dinge da rauskamen. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben.
Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Tja, das bringt doch nichts. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir... Danke, gleichfalls. Tja... Die Dose müssen wir... Vielleicht können wir irgendwas damit kombinieren mit der Dose. Da haben wir es schon verpasst, die Dose an uns zu nehmen. Das bringt hier wirklich nichts, oder? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Das wird nicht klappen. Aha, okay. Was? Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Landspruchsklauen. Kann man immer gebrauchen. Sehr schön. Wir haben die Landspruchs. Einfach die Puppe mit der Wache benutzen. So, Infra ist es. So, jetzt können wir die in die Murmeln in die Lunchbox. Und der hat eine Schatztruhe. Und wir kriegen das letzte Teil für den. Die Murmeln glitzern in der Kiste. Mit Pudding, und dann können wir dem kleinen Kind endlich mal, dem verwirrten Kind, sein Pulli geben. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Jetzt ist auf einmal was Tolles. Oh, was Junge, Natur ist. Oh Junge, die Augen der Basilen. Ein richtiger Schatz. Kann ich jetzt deine Schatzkarte haben? Na klar, das olle Strickmuster brauche ich jetzt nicht mehr. Alles klar, na dann. Let's Strick. Jetzt verstricken wir uns mal in die Sache. Aber richtig. Ein Strickmuster. Das Strickmuster. Jetzt hat er doch alles. Hervorragend. Oh, ich sehe schon, das wird überaus modisch. Los, Strickhaltung. So, nun habe ich alles für dein Leibchen. Ein rotes Leibchen aus Erdbeergarn. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Toll, vielen Dank. Das Baby wird sich freuen. Keine Ursache. Ach, wenn ich mir nur vorstelle, wie so ein kleines Wesen dahin herumstrampelt, wird mir ganz warm ums Herz. Ja, danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Kannst du mir ein Baby besorgen? Was? Wieso? Oh, schreck. Ich bin echt einsam. Ein Baby. Mit einem Hund? Nein, ich werde euch sicherlich nicht den... Eine Topfpflanze? Ich werde jetzt gehen. Zum Begasse. So, ich hab das... Nein, jetzt... Hier, Leibchen. Ich habe es geschafft. Ein Leibchen aus echtem Erdbeergarn. Die kleine Conroy wird es jetzt schön warm haben. Meine Güte, das war ein Scherz. Hast du jetzt wirklich ein Leibchen aus Erdbeergarn gestrickt? Ich fasse es nicht. Scheinbar wenn ich ja. Gold gesagt hätte, hättest du dann Gold besorgt? Mist, ich hätte Gold sagen sollen. Aber das Baby hat doch darauf bestanden. Es ist ein Baby. Es geht den Unterschied zwischen seinem Zeh und seiner Nase nicht. Wo finde ich denn jetzt Laura? Die Straße runter ist das Mechata. Versuch es mal dort. Versuchen? Natürlich. Ich dachte, ihr wüsstet ganz genau, wo ich... Hey, ich konnte ja nicht ahnen, dass du tatsächlich Erdbeergarn anschleppst. Sie wird schon da sein. Geh sie lieber schnell suchen, bevor sie wieder abhaut. Okay, danke. Im Mechata also. Ich hätte Im sagen Mechata. Sollen, dass das Baby ein Haus braucht. Ich hätte Haus sagen sollen. Wow. Ui. Wie schön. Das hier ist also der Ort der Kunst und... Oh, ich glaube, das Stück fängt an. Im Mechata. Das ist der kleine Finus.
Zusammen mit seinen Eltern lebte er ein genügsames und glückliches Leben. Jeden Tag gingen sie zum Windbrunnen, um die Götter mit einer kleinen Gabe milde zu stimmen. Doch eines Tages waren Finos Eltern der Meinung, dass sie keine Gaben entbehren könnten. Das mögen die Windgötter aber gar nicht. Tja, kleiner Finus, deinen Eltern war es offenbar nicht so wichtig, dich aufwachsen zu sehen. Damit es dem kleinen Finus nicht so ergeht wie seinen Eltern, muss er auf Conroy hören. Der Weiseste unter den Asposern hat nämlich jede Menge gute Tipps und Ratschläge, wie man sich mit den Windgöttern gutstellen kann. Jeden Tag beten hilft. Auch sehen es die Basilen gerne, wenn ihr Volk bescheiden lebt und keine Ansprüche stellt. Und nicht die kleinen Gaben vergessen. Machen auch sie es wie Finus. Leben sie so, wie es den Göttern gefällt. Und fragen sie sich im Zweifelsfall einfach, was würde Conroy tun? Das war spannend. Moment mal, auf der Bühne liegen ja Federn. Ab dahin. Laden. Jetzt gehen wir shoppen. Federn? Entweder die Taubendiebin ist hier irgendwo oder hier vielleicht ist jemand mit einer Taubenfederboa gestolpert. Wahrscheinlich über die Ritzen hier im Boden. Eine Federnspur. Ich hab schon eine Feder. Okay. Federn. Sehr rätselhaft. Die sind bestimmt von der diebischen Taube. Okay. Zum Mechatersaal. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. In Schaltpult. Ein Schaltpult. Ein Drehbuch. Ah, da steht, wie das Stück abläuft. Ach du Schreck, Conroy, unser Beschützer. Ich sehe ein Rätsel kommen. Okay, das ist Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Finn. Okay, ja, das muss jetzt in der Reihenfolge sein. Das war ja schon richtig. Also hier, die spielen alle fröhlich, der Wind ist dann... Plötzlich kommen die Windgötter heraus und versteinern die Eltern. Dann ist der Lehrer hier, der Windmönch, der das Name ich schon wieder vergessen habe. Ja, der hilft den Leuten und fertig. Das ist sehr schön. Schaltpult. Und das muss man ja einstellen, oder was? In Rätsel. Wie toll. Okay, ja, hier die Familie. Ach, das sind die Figuren. Wenn wir dann drehen, haben wir hier. Damit die Versteinerten. Oder nicht? Ah, doch, jetzt sind hier die Versteinerten. Die hatten kein Geld übrig, wurden versteinert. Da ist, jetzt steht der da hinten. Okay. Ach, das ist der. Das, was ihn betrifft. Das Rad drehen, haben wir hier den Hintergrund. Ah, okay. Die können wir jetzt verschieben, den Hintergrund, oder was? Okay, alles, was ihn betrifft. Alles klar. Hier die Windgötter. Wir verstellen hier wahrscheinlich alles.
Okay. So, jetzt ist Märchen verstellt. Das ist Bühne. Ah, da steht, wie das Stück abläuft. Ja, okay, wie das Stück abläuft, das haben wir schon. Das haben wir schon gesehen. Zur Bühne. Oh, eine Falltür. Diese Ritzen im Boden sehen nach einer Tür aus. Gut, aber die Falltür, ich denke mal, das machen wir dann im nächsten Part, im nächsten Stream. Weil ich sehe hier schon, wir haben das schon so durcheinander gebracht, hier das Rätsel. Ich sehe hier wirklich ein Rätsel mit den Bühnendingern ankommen. Das mache ich nicht mehr heute, machen wir im nächsten Stream, im nächsten The Inner World Stream, der auch bald wiederkommt, nächste Woche, irgendwann. Diese Woche wird dann nochmal was anderes gespielt. Ja, da mich nach oben so sich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, haut da rein. Ich verabschiede mich. Bis dann und ciao.